Hey, der Steine, ich habe jetzt lange kein Lego-Content mehr geguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir gut. Und er sieht schon wieder ein bisschen, ja, sein Blick macht mir schon wieder Sorge. Ich weiß nicht wieso, aber immer wenn der Held der Steine so in die Kamera guckt, irgendwas stimmt da nicht. Warum hat er das Set nicht zu Ende gebaut? Hä? Na gut. Welt zeigt mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Ruppal in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe aus dem Jahre 2022. Die 21085 aus dem Hause Lego. Die halbe große Pyramide von Kiesel. Genau so ist es. Die was? 1.470 Teile für 140 Euro Liste. Fantastisch. Richtig, ihr sagt genauso. Für wie viel? Für 71 Teile für 140 Euro Liste. Fantastisch, richtig, ihr seid genauso begeistert wie ich. Wir hatten uns ja mal die 21041, die große Mauer, angeschaut. Die hatte die Idee, kaufst du zwei, hast du zwei. Das war eine ganz witzige Idee. Das war ein Set, wie gesagt, unter 50 Euro. Ja, meine Güte, hat man gesagt, okay, man kann davon ein paar aneinander setzen und dann hat man halt eine... Schaust du ab und zu die Videos auf seinem Zweitkanal? Nein, ich halte mich von seinem Zweitkanal fern. Hiltersteine Zweitkanal ist so wie die lokale Dorfkneipe besuchen. So, das ist da ist es politisch dasselbe Spektrum, das das abbildet. Längere Mauer, wenn man Bock drauf hat, gell, kann man machen, passt schon. Jetzt hat sie Lego gedacht, kaufst du zwei? Er lacht schon so scheiße. Hast du eine? Ich meine, der Deal wird doch immer besser eigentlich. Und vor allem ist das eine riesige Upsell-Strategie. Kaufst du zwei, hast du eine. Und dieses Set bekommt ihr. Es sieht hier noch ein bisschen voller aus. Muss man es halt so drehen, damit es ein bisschen schicker wird. Und dann kommt man auf die Idee und ich zeige euch gleich, was Lego sich da noch so bei gedacht hat. Das ist, wie gesagt, die Darstellung davon, wie die Pyramide mal kurz nach dem Bau ausgesehen haben soll. Mit ein paar Ideen. Ob das im Maßstab passt oder irgend sowas, ob hier die Aufgänge, ob das und zwei und eigentlich drei und hier ist hier wirklich ein Fluss, der Nil kann es kaum sein, was auch immer da ist. Ich bin Hobby-Palmologe, vielleicht ist ein Pyramidologe da, der kann ich das genau erklären. Ich konzentriere mich mehr auf die Steine, wobei mir noch eine Kleinigkeit zu der Pyramide dann aufgefallen ist, aber wir gucken mal. Erstmal die Boxen. Standard 18er Box, keine aufregende. Sehen alle gleich aus, die Boxen, ne? Ganz weird. Das ist so standardisierend, die Boxen sehen wirklich alle gleich aus. Irgendeiner Form, aber wir haben Abenteuer auf der Rückseite. Nichts von dem, was ich fürchten müsste. Da. Da. Und da. Und hier. Dieses Bild gibt es auch auf Wikipedia, habe ich gesehen. Und die bei Wikipedia, und Wikipedia kann man immer vorbehaltlos alles glauben, sagen, das sei gar nicht die Pyramide, um es geht, sondern diese hier. Das ist eine kleine. Hier sind die drei Pyramiden. Da werden nur zwei gezeigt. Das ist noch eine dritte daneben. Und die da ist es nicht, sondern die da. Pyramidologen da draußen. Sagt mal Bescheid. Wikipedia sagt, diese sei das. Lego nicht. Lego sagt, das ist die, die wir gebaut haben. Und das ist die hier. Mir eigentlich völlig egal. Ist nicht so wild, glaube ich, ja. Ihr habt für 140 Euro ja einfach nur was gekauft, was euch gefällt. Ihr habt nicht weiter drüber nachgedacht. Sonst hättet ihr es erstens nicht für 140 Euro gekauft. Völlig abstruser Preis. Und zum Zweiten, vielleicht ist es vielleicht einfach ein Teilespender für euch. Ihr sagt einfach hier, das sieht super aus. Vor allem, wenn man es gegen eine Wand stellt, dann geht es viel besser. Das ist auch die grundsätzliche Idee, warum eine Organisation wie Lego auf die Idee kommt, sowas langsam einzuführen. Weil wir hören jetzt einfach auch bei allen anderen Sets auf der Mitte auf und wir stellen sie hinten gegen die Wand. Das sieht viel besser aus. Viel besser, als wenn das fertig ist. Das hinten siehst du doch gar nicht, wenn du es ins Regal stellst. Deswegen machen wir das flach. Auch bei Autos jetzt in Zukunft. Das nächste Supercar von Lego, dann sieht man auch die Technik viel drin viel besser. Einfach in der Mitte durchschneiden und dann gegen die Wand stellen. Das ist viel besser. Wirklich. Glaubt's mir. Ah. So, und dann zack. Sieht total gut aus. Oder einfach einen Spiegel dahinter stellen, dann habt ihr die Einbildung, als sei es komplett. Ich finde, die Überlegungen sind unendlich. Und falls ihr doch jetzt sagt, es sieht gar nicht so gut aus, wie wir dachten, Alter. Eigentlich, dann hat Lego für euch die Lösung, damit werben sie auch, ihr habt dann und da ein Technik-Brick. Da könnt ihr eine Achse reinstecken. Hä, warte mal, das ist ein Querschnitt und da ist irgendwas drin? Und dann kauft ihr das Set halt für 140 Euro nochmal. Und... Wait a minute. What? Warte mal.
dass die Punkte da unten sind, heißt ja, dass die sich dabei gedacht haben, dass das genau der Antrieb ist. Lol? What? No way. Ist es eine Idee? Ja gut, sorry, aber so ein Trottel müsst ihr halt erstmal finden, der das macht. Ich habe einen entdeckt. Oh, es ist schon wieder schwierig hier. Es ist schon wieder schwierig hier. Ach du Scheiße. Und dann habt das zweimal. Jetzt fällt uns halt nur auf, dass das mit dem Fluss und so, das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber ist ja egal. Ne? Also von daher, ich würde sagen, sensationelle Idee. Das ist großartig. Die fucking Lego, diese Lego-Geier, Digga. Das ist, also das, ich muss sagen, Bruder, das Querschnittvertriebsmodell, das ist genial. Also das Querschnittvertrieb, also das ist wirklich, ich habe Tränen in den Augen einfach schon. Das ist wirklich gut. Weltklasse umgesetzt, das ist die Upsell-Strategie überhaupt. Einfach sagen, kaufst nochmal, dann wird super, dann hast du es nochmal gekauft, stellst hin und merkst, es ist überhaupt nicht super. Ich fass es nicht. Bruder, wenn euch Tesla zu teuer ist, ne, mit dem Elektroauto, Bruder, dann kauft doch erstmal das Auto und den Akku später. Sie könnten ja wenigstens eine Umbauanleitung dazu bringen, dass man sagt, den Schmodder hier hinten, damit kann man das hier vorne cooler machen und wir rücken die Pyramide weiter nach hinten oder was weiß irgendwas. Einfach eine PDF nochmal zur Verfügung stellen und zu sagen, hier, wenn ihr doppelte Menge habt, das könnt ihr draus machen. Das wäre aber halt, es wäre ein bisschen ein Entgegenkommen für den vollzahlenden Kunden gewesen, der wirklich 280 Euro hinlegt. Hat das denn auch so eine coole Mechanik? Um diesen Lego-Vorschlag aufzunehmen. 280 Euro. Dafür habt ihr mal richtig die 10234 bekommen, die Sydney-Oper aus der Creator-Expert-Serie. Das war ein Modell. Und das ist jetzt Legos Idee von 280 Euro. Ja, es ist so abstrus. Das muss man sich mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Unternehmen einen da an Gehirnwäsche rüberhaut, dass man auf die Idee kommt, dass das schlau sein könnte. Aber wie gesagt, ich warte auf das halbe Auto. Das ist der erste Schritt dahin. Das ist so mal kurz mal so ein Aufwärmtraining. Mal gucken, was macht der Markt? Sagt ihr Bombenidee oder sagt ihr, habt ihr Lack gesoffen? 28 ich weiß nicht, wie viele Eimer man saufen muss, um dahin zu kommen. Auf die Idee. Das hier noch so anzubieten wirklich. Oh, das ist wirklich bitter. Also das ist bitter. Also wenn man gesagt hätte, dass es das nicht gäbe, also es gibt keine Dingsfunktion. Aber diese beiden Kombinationen zeigen halt, dass die sich gedacht haben, Bruder, wir machen die Hälfte des Preises, der zu hoch wäre für das Ganze. Spiegeln das einfach, müssen uns also konzeptionell gar keine Sachen machen um die andere Seite der Pyramide. Ist einfach Fluss. Christoph, aber wir können das nicht machen, das ist zweimal ein Fluss. Egal, Digga. Der Nil wird ja irgendwo auseinandergehen. Und dann verstecken wir so unsere Preiserhöhung. Ich fass das nicht. Ey, das ist, also das ist... Das finde ich rattenscharf. Das Ding so rauszubringen einfach und zu sagen, was soll's, ihr kauft's eh. Komm, wir stellen's gegen die Wand, sieht super aus. Okay. Also das ist frech. Also das ist wirklich frech, ne? Hey, warum nicht? Ist eine Taktik. Aber das hier, das ist das letzte Sache, die Krone auf. Und vor allem hätte dann auch hier oben auf jeden Fall noch eine hingemusst. Weil wenn man die aneinander stellt, ist oben halt natürlich so ein kleiner Spalt. Das muss auch oben zusammengedrückt werden, aber ist egal. Das ist geringste Ruhe. Ah, ich finde das so scharf. Also ihr habt ja jetzt schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Hier vorne kleine Schiffchen, Eingang, zwei Tempelchen, Sarkophag drin, kann man aber nicht abnehmen. Das ist ein bisschen schade. Jumperplates wären schön gewesen unten, dass man es abnehmen kann, um reinzuschauen. Aber so weiß man halt, dass man es verbuddelt hat. Busy Sphinx, ein Eingang, hier so ein Arbeiterdörfchen mit vielen Pflanzen und hinten an die Pyramide. Also die halbe. Die hat ein Gag, dass man das abnehmen kann. Oh, cool. Das ist ein... Zwei Grabkammern. Sehr, sehr rudimentärer Bau. Das sind einfach nur, ihr seht, die Leitern und dann die Slopes draufgesetzt. Wenn man vorher die große Scheune von Bluebricks gebaut hat, hat man ein anderes Gefühl, was ein Dach angeht. Dann ist das hier ziemlich leicht dagegen, aber
ist es ein Dach und es hält. Man muss gegenhalten beim Bauen ein bisschen von oben. Es hat gewisse instabile Momente, aber es funktioniert. Kein Problem. Das hier ist Bauabschnitt 5. Es wäre zum Beispiel auch witzig gewesen eigentlich, wenn die zweite Pyramide, wenn es dafür eine Möglichkeit gäbe, man lässt das Weiße weg, wie früher bei den 3-in-1 Sets, und dass man dann oder vielleicht bringt Lego das noch raus, als zweites Set eine dunklere Pyramide, wie sie heute ist. Und dann kann man die dran stecken, dann kann man das so drehen nochmal. Vielleicht kann man da irgendwas Sinnvolles mit diesen Achsaufnahmen noch machen, dass man sich nicht jedes Mal lächerlich fühlt, wenn man sich die anguckt. Das hier ist Bauabschnitt 5, also erstmal hier mit diesen Gängen. Und das hier ist sehr schön gebastelt, kann man auch rausnehmen. Aus zweierbreiten Bricks, Standard Bricks. Auch relativ wenig Farbseuche drin, ein bisschen gelb und ein bisschen blau und Leim und rot. Ja, nur die üblichen Sachen, würde ich mal sagen, reingeschummelt. Ansonsten ist es echt in Ordnung. Einfach hochgezogen. Ja, passt schon. Hier übrigens, dieser Slope in Metallic Gold ist special. Ja, gab sonst nur ein Perlgold. Jetzt hier mal Metallic Gold, finde ich natürlich eine massive Aufwertung gegenüber der Basis. Hier rein seht ihr jetzt natürlich ein bisschen was von der Farbseuche. Das meiste Farbseuche ist aber hier drunter. Das haben wir schon ganz gut verborgen. Hier seht ihr noch ein bisschen Leim, Blau, Rot und zwei Sorten von Azur. Genau wie hier unten drunter nochmal. Und Gelb. Das sind aber die schönen großen schwarzen Platten, gell? Die sind super richtig. Das hier draußen kennt ihr von Dagobah, hier diese Slopes, diese neueren drumherum. Ich habe mal hier übrigens diese Fliese am Start. Wir haben natürlich auch noch hier die andere. Könnt ihr euch überlegen, wie ihr das haben wollt. Könnt ihr hier austauschen oder nebeneinander setzen. Dann hier unten die verschiedenen Farben im Wasser. Das kennt ihr ja von den Ninjago-Sets oder auch wie gesagt von Dagobah. Das hier ein bisschen schlammig. Bisschen, manchmal gucken, wie sieht denn das hier mal von der Spiegelung am besten aus für euch, damit ihr gescheit was sehen könnt. So wahrscheinlich. Schnappst du einfach auf. Da seht ihr ein bisschen was da so im Flussbett am Start ist. Dann, wie gesagt, die kleinen Pflänzchen. Das sind sehr viele Pflänzchen und sehr viele kleine Plates drunter. Und das Arbeiterdorf dazu. Soweit ist es ja, normal. Also das ist alles normal. Hier ist nichts Wahnsinniges, was einen verrückt macht. Sind ein paar nette lange. Er hat halt einfach auch ein T-Shirt an, was man auch am Herrentag irgendwo in der Stadt sieht. Ne, beinahe gut, aber hauptsächlich schlecht. Wenn Sie mich irgendwo besoffen finden, rufen Sie diese Nummer an. Sind ein paar nette Plates drin. Auf den Plates sind leider dann Azur gehalten, warum auch immer. Aber das hier ist okay. Normal. Das hier macht Spaß. Das finde ich witzig. Das war ein guter Moment während des Baus. Schöne Teile. Ich weiß auch gar nicht, ob er sarkastisch ist oder ob er es ernst meint. Dann hier oben, das ist wieder okay, sag ich. Das ist jetzt nichts Wahnsinn. Ich finde aber die Idee ganz nett, dass man es aufmalen kann. Und das Set, wenn man es dann als Ganzes hinsetzt, würde ich sagen, ist dann beinahe gut. Ja. Das ist hauptsächlich schlecht. Da sind wir einfach an der Stelle. Ah, okay, ja. Und jetzt kommt noch ein Punkt, jetzt mal abgesehen davon, wenn ihr sagt, okay, passt schon, 140 Euro ist mir völlig egal. Und ich finde es total super, ich habe so eine Wand, da muss unbedingt was dagegen. Ich nehme jetzt mal dieses Set und baue es gegen die Wand. Flom. Und dann habt ihr es da stehen. Ist jetzt noch die andere Geschichte, ich habe das live mit euch gebaut, das Set. Und ich habe die normale Begrüßung gemacht bei Twitch und wir haben ein bisschen geredet und so weiter und so fort. Ich habe dann, weiß ich nicht, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten angefangen zu bauen. 2 Stunden später war das Ding fertig. Und wir haben dann noch ein Kobi-Flugzeug gebaut, damit wir auf die Zeit kommen, die ich hatte. Das ist ein 140-Euro-Set, was ihr in 2 Stunden runterbaut, während ihr mit einem Chat redet und auch noch den durchlest. 2 Stunden. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und das liegt halt auch daran, was ihr jetzt... Die Teileanzahl könnt ihr vergessen, weil das natürlich... wiederholende Teile sind. Es sind auch mal große Teile dabei. Die Masse ist gar nicht so das Problem. Wobei man sagen muss, 150 Euro war ein Pariser Restaurant, auch nochmal für euch so ein bisschen zum Vergleich. Es ist ein paar Jahre zurück, was ich rede. Ja, ich rede nicht über die 80er. Aber man muss ja berechnen, was passiert, wenn man eine ganze baut. Ne? Er redet ja immer nur von der Hälfte. Aber wie viel hat er denn gebraucht, bis er die ganze gebaut hat? Ne? Für 280 Euro. Ne? Muss doch mal rechnen. 4 Stunden gebraucht. Für manche ist das eine Monatsmiete. 140 Euro? Also wenn du in Göttingen wohnst oder in Gommern, im äußeren Speckgürtel von Gommern, dann kann 140 Euro eine Monatsmiete sein, ja. Also vielleicht in, Bruder, warte mal, nee, 240 Euro. Dann laufst du schon in die Stadtmitte von Gommern. Und über die Frechheit der Rückseite hier mit dem Vorschlag wollen wir gar nicht näher eingehen, weil das ist...
Das ist wirklich sehr, sehr frech. Also das ist wirklich krass. Hier ist das Video dazu. Legendär. Legendär. Ich habe sehr gelacht. Der erste Kommentar ist auch fantastisch. Wir können von Glück sagen, dass niemand Lego verraten hat, dass man so eine Pyramide auch ganz hervorragend vierteln kann.